Europa bedeutet für mich vor allem Offenheit, vor allem auch offen im Kopf zu sein und im Herzen. Dass es uns heute so gut geht, liegt ja vor allem auch an Europa. Also hunderte von Millionen Menschen unter einem Dach, das nenne ich mal einen echten Bestseller. Als Schriftstellerin beobachte ich natürlich auch die Leute um mich herum und mir ist aufgefallen, dass so eine EU-Skepsis sehr gewachsen ist in den letzten Jahren. Das ist für mich sehr komisch, weil ich glaube, dass wir nur gemeinsam was bewegen können. Ich bin 35 Jahre alt und in diesen Jahren musste ich Gott sei Dank in meiner nächsten Nähe keinen Krieg erleben. Nicht umsonst hat also die EU auch den Friedensnobelpreis bekommen. Inklusion ist mein Herzensthema und ich glaube, dass wir vor allem politische Vorgaben brauchen, um Inklusion umzusetzen. Und deshalb müssen sich wieder mehr Menschen aktiv mit der EU beschäftigen. Und deshalb bin ich dabei. Niedersachsen für Europa.